dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, nach der 1:2 Niederlage gegen Türkgücü München bei uns Sören Bertram, unser Angriffsspieler. Sören, es war eine schwere Partie, früher Rückstand. Wie hast du es erlebt? Die ersten 10 Minuten waren doch recht turbulent, sage ich mal. Ja, ich glaube, in der jetzigen Situation, wenn man dann schnell 2-0 hinten liegt, dann ist natürlich mega bitter, da wir nicht voller Selbstvertrauen sind. Ich glaube, dass wir danach gleich, glaube ich, echt ein ordentliches Spiel gemacht haben. Aber wenn man mehr 2-0 hinten liegt, da haben wir ein bisschen noch Anpassungsprobleme gehabt, gerade wie wir den Gegner anlaufen wollen. Ist natürlich bitter. Also wir haben danach, glaube ich, echt ein ordentliches Spiel gemacht, aber 2-0 hinten zu liegen ist natürlich schwer aufzuholen. Aber ich habe trotzdem, auch wenn es vielleicht viele Leute oder viele Fans auch nicht mehr hören können, kann trotzdem heute vieles Gutes rausziehen und macht mir eigentlich Mut. Weil wir hatten jetzt mit dem neuen Trainer nur 2 Tage, 2 Trainingseinheiten und ich glaube, da hat man schon trotzdem eine Menge heute gesehen. Nächste Woche haben wir ein paar Tage mehr und ich hoffe, dass wir dann Sonntag gegen Fell die 3 Punkte holen. Es waren jetzt relativ wenige Tage Zeit, sich einzustimmen mit dem neuen Trainer. Wie hast du die ersten Einheiten, es waren jetzt insgesamt 2, erlebt? Ja, sehr, sehr positiv. Also er hat uns ganz, ganz viel an die Hand gegeben, ganz, ganz viel Input gegeben, auch in den Videoanalysen, im Training, haben sehr lange und intensiv auch trainiert. Ich glaube, dass man das heute schon in Phasen ganz gut gesehen hat. Wie gesagt, 2 Einheiten ist nicht viel. Er muss die Mannschaft auch erstmal kennenlernen, jeden Einzelnen. Wir müssen ihn erstmal kennenlernen. Aber ich glaube, bin guter Dinge, dass das ganz gut werden kann. Der Anschlusstreffer hat Mut gemacht. Was hat aus deiner Sicht gefehlt, um den Ausgleich vielleicht sogar das 3:2 zu machen? Ja, wir waren dann vielleicht, ich glaube, wir hatten schon einige Chancen im 16er. Wenn ich an Grana denke, 2. Halbzeit oder Sebastian Kuhberg in der 1. Halbzeit, wo vielleicht die letzte Entschlossenheit so gefehlt hat, zum Tor zu ziehen oder den Abschluss zu suchen. Aber ich denke, dass wir heute schon öfter mal vorm Tor waren als noch in den letzten Spielen. Und das macht mir eigentlich Mut für die nächsten Spiele. Ja, bei uns ist Jürgen Jasula Jaso für dich ein besonderes Spiel heute, nicht nur in der Startelf, sondern das erste Mal auch seit vielen Wochen wieder dabei. Und trotz der Niederlage, wie war es für dich persönlich? Klar, ich habe mich gefreut, dass ich wieder bei der Mannschaft bin und wollte meinen Beitrag leisten. Klar, es ist jetzt enttäuschend, dass wir das Spiel leider verloren haben. Aber ich war trotzdem glücklich darüber, dass ich wieder Spielminuten bekommen habe. Ist ja jetzt so, dass du dich auch gleich in die Torschützenliste eingetragen hast, den Elfer geschossen. War das klar, dass du dann schießen wirst oder wie ist die Aufteilung gewesen? Nee, war eigentlich nicht klar. Ich habe davor die Elfmeter geschossen und dann habe ich mir den Ball einfach genommen. Bei uns ist es ja so gewesen, durch die frühe 0:2 war es natürlich schwer, wieder reinzukommen. Wir hatten dann eben die Möglichkeit durch deinen Treffer, durch den Anschlusstreffer. Wie hast du die Partie danach gesehen? Warum hat es dann nicht mal ganz für den Ausgleich gereicht? Ja, natürlich mit 2 Gegentreffern, ich glaube erste 15 Minuten, wenn ich mich nicht täusche, ist natürlich dann ein Nackenschlag erstmal. In unserer Situation sowieso und trotzdem hat die Mannschaft probiert weiter nach vorne zu spielen. Haben dann den Elfmeter bekommen, das 2:1 gemacht. Dann war das, glaube ich, ausgeglichenes Spiel bis zur Halbzeit. Wir haben, glaube ich, noch eine sehr gute Chance von Jakubiak. Klar, brauchst du dann dieses Quäntchen, da vielleicht den Ausgleich zu machen. Und zweite Halbzeit, glaube ich, dass wir trotzdem viel Ballbesitz hatten. Auch 1, 2, 3 halbe Chancen. Oder ich glaube, Granatowski hat eine gute Chance, wo er links vorbeischießt. Wo dann dieses letzte Quäntchen halt gefehlt hat. Dazu natürlich kam dann noch der Schnee. Hat es natürlich nicht einfacher gemacht, weil wenn du was aufzuholen hast, ist es natürlich schwieriger mit so Wetterverhältnissen. Nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem die guten Sachen mitnehmen, die nicht so guten Sachen analysieren. Fehler werden in jedem Spiel passieren. War natürlich bitter, dass mit den ersten 2 Aktionen dann direkt 2-0 Rückstand gerät. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir das im nächsten Spiel auf jeden Fall besser machen. Ja, letzte Frage jetzt. Der neue Trainer Christian Tietz ist jetzt erst seit kurzem da. 2 Einheiten hattet ihr. Was habt ihr trotzdem schon mitnehmen können? Ja, er hat uns sehr viel mit uns gesprochen, viel analysiert, uns vorgezeigt, was seine Spielidee ist, wo er Schwächen sieht, was wir verbessern sollten. War sehr intensive Arbeit, war leider nur 2 Tage und ich hoffe, dass wir jetzt durch die paar Tage mehr mit ihm am Sonntag dann noch einen Schritt weiter sind. Alles klar, Jaso, danke dir vielmals. Ja?